Hallo Fight-Fans, wir sind noch immer in der Ruhrstadt Arena in Herne und ihr seid bei Ground & Pound TV. Neben mir der strahlende Sieger Mate Wundert. Mate, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Kampf gegen Mikhail Bayramov. Urteil war knapp 2-1. Wie hast du den Kampf erlebt? Danke erstmal für die Glückwünsche. Also der Kampf war stark, starker Gegner, junger Gegner, sehr, sehr hungrig. Das kam bei mir an. Ich habe es definitiv geschafft, den auszupunkten. Ja, mich viel bewegt. Mehrere Treffer gelandet wie er, definitiv. Nochmal als starker Mann, starker junger Mann. Das Urteil 2-1, geht es so in Ordnung oder hast du es noch klarer gesehen? Ich denke, jeder Kämpfer an sich zählt nur seine Treffer. Es wird schon richtig gewesen sein, wie die Referees das gewertet haben. Jetzt solltest du ja eigentlich, war geplant, gegen Enrico Kehl antreten. Auch ein Duell, wo sich, glaube ich, viele drauf gefreut hätten. Jetzt auch an dich die Frage. Wie schwer ist dir die Umstellung jetzt gefallen, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt gegen Mikhail Bayramov kämpfen? Also um zu gestehen, es war nicht leicht, aber auch nicht so schwer, da es jetzt nicht mein erster Kampf gewesen ist. Die Vorbereitung war auf den Kehl hingearbeitet. Na gut, es hat, wie gesagt, auch für ihn ausgereicht, möchte ich jetzt mal dreisterweise sagen, aber ja, hat doch noch geklappt, die kurzfristige Umstellung. Jetzt hat man von dir längere Zeit nicht so viel gehört. Hattest du dir bewusst mal eine Auszeit genommen oder was waren die Gründe, warum man von dir jetzt in der Szene weniger gehört hat? Also die Auszeit kam oder ist noch nach wie vor wegen dem Studium da. Den Spagat mache ich seit dem Semester jetzt, seitdem man wieder was von mir hört und wie man sieht, es funktioniert. Also mit dem Studium, auch die Kämpferei, das passt. Okay, erfolgreich zurückgekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll der Weg hingehen? Welche Trainer verfolgst du mit deinem Trainer Gareb Ilbay? Ja, wir möchten hoch hinaus. Also wir möchten sehen, ob uns jetzt auch nach so einem Fight uns weitere Türen geöffnet werden. Und ich habe alles, was ich kann, bei ihm gelernt. Und ich werde definitiv auch bei ihm bleiben. Das sage ich nicht nur, das wird auch so sein. Also wenn uns Türen geöffnet werden, dann werde ich sie mit Gareb Ilbay bestreiten. Jetzt eine Frage noch. Wir kennen Sie auch schon ein paar Jahre. Du hast immer noch den Spitznamen The Babyface. Warum, wie kam es eigentlich dazu? Ist das schon für einen Kämpfer ein bisschen ungewöhnlich? Erste Frage vorab. Passt das denn noch oder hat sich am Gesicht noch was verändert? Ja, ich würde nicht sagen, dass sie was verändert hat. Das ist gut. Dann ja, das kam halt durch meinen Trainer Gareb und durch einen damaligen Mitfighter im Studio, also ein sehr guter Freund. Und ja, die haben ihn mir gegeben und das passt. Bleibt auch noch weiterhin bestehen? Solange sich, wie gesagt, an mir nichts verändert, wird das auch so bestehen bleiben. Außer es wird irgendwann vielleicht doch zum Scarface, aber ich denke nicht. Okay, Mate, ich sage nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Erfolg und ich freue mich auf weitere spannende Kämpfe mit dir. Ebenso, vielen Dank.